Einen wunderschönen guten Tag, Freunde vom Köttelbeckensport. Ich bin's mal wieder, euer Jürgen. Hier in Unna am Kordelbach. Hat schön Wasser. Sieht gut aus. Jetzt regnet das wieder. Ich dachte, die Sohlschalen sind raus. Merkwürdig. Ich hoffe, der Schauer lässt gleich ein bisschen nach. Und das Unwetter auch. Jetzt aber wollte ich was gucken. Meine Kameraführung heute ist irgendwie mangelhaft. Ich weiß auch nicht. Schlecht zu Fuß bin ich übrigens auch. Es war nicht der Blinddarm im Krankenhaus. Es war auch kein Leistenbruch. Es ist die Bandscheibe. Die bereitet mir gerade enorme Ischias-Schmerzen zu. Ich wollte mir diesen Zulauf anschauen. Bloß habe ich nicht die Gelegenheit rüberzukommen, glaube ich. Vielleicht muss man mit dem Auto nachher rumfahren. Warum habe ich eigentlich immer das Pech, dass mich so ein Unwetter hier erwartet? So das hier. Ah, Moment. Zulauf. Mit sauberem Wasser. Mensch. Wetter gefällt mir ja gar nicht. Ich bin gleich wieder klatschnass bis auf die Socken. Warum habe ich immer so ein Pech mit dem Wetter? Hätte ich mal einen Regenschirm mitgenommen, ich Idiot. Ja, das ist der Zulauf. Was hat es mit diesem Zulauf auf sich? Ja, gar nichts, schade. Hätte ja sein können. Auf Satellitenbildern sah das Ganze interessanter aus. In der Realität wohl anders.
Einen Moment. Ich stoche einfach in irgendwelchen Projekten hier rum, wovon ich gar nichts weiß. Schade, schade. So, der Regen wird schlimmer. Mal wieder. Ich mache die Wiege, ich hau ab. Ich habe immer das Glück, dass mich ein Scheißwetter erwartet. Jedes verdammte Mal. Ja, unser Kottelbach. Weiterhin in Sotschalen, das ist ja eigentlich schön. Ach. Jetzt geht's zurück. Schade. Hätte ja sein können, dass da eine Abwassereinleitung ist, beziehungsweise noch eine Köttelbecke in die Kanalisation verschwindet. Wasser hat er denn? Richtiger reißender Strom. So. Wir hauen ab. Wenn der Regen aufgehört hat, dann gucke ich mir vielleicht noch was anderes an. Bis gleich.